Hallo und willkommen zurück in Risen 3. Ich wollte jetzt erstmal mit dem Affen probieren, ob der ins Lagerhaus kommt. Aber ich wage es zu bezweifeln. Raus hier! Kannst es gerne versuchen. Ich sag es nicht nochmal. Verschwinde endlich! Du hattest deine Chance. Oh oh. Oh, wo ist er hin? Ah. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Okay, selbst mit dem Affen kommen wir da nicht weiter. Und hier haben wir auch. Wir könnten uns natürlich mit ihm prügeln. Ich sag es nicht. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ah, dann ist ja immer noch da sein heterosexueller Lebenspartner, glaube ich, auch noch zur Stelle. Der will ja dann auch irgendwie hier seinen Kumpanen rächen. Wir könnten es natürlich höchstens probieren, wenn es Nacht ist. Dann könnten wir nochmal reinschauen, versuchen uns da reinzuschleichen, um dann halt zu gucken, wo wo seine Truhe ist. Aber ich dachte eigentlich, wir hätten da schon mal alles soweit mitgehen lassen. Ja, was es mit den Notizen auf sich hat, weiß ich immer noch nicht. Ich habe aber auch nicht nachgeguckt. Versuche jetzt erstmal hier irgendwo. Da könnten wir uns hinporten. Na gut, dann machen wir das auch. Und gehen von da aus. Hier rüber. Das ist ja da hinten an dem Strand. Das Lager der Magier. Ich habe schon viel davon gehört. Naja, ich war schon ein paar Mal hier. Liebste Schwester. Wo ging's denn jetzt hier runter? Ach, der da. Jetzt doof? Irgendwo ging es doch hier weiter. Ach, hier. Hier so lang, dann darunter und. Und ich hoffe, der komische Reaktor sprengt mich jetzt nicht gleich in die Luft. Sofern ich denn da überhaupt runterkomme. Verdammt. Nee, das ist der falsche Weg. Ich muss hier so lang. Ach, Mist. Der falsche Weg. Selten dämlich. Da war ich echt selten dämlich. Das hätte mir doch eben schon was sagen sollen. Du was zu sagen? Zuhören! Ja. Immer auf den Nebenmann achten! Ihr müsst euch gegenseitig denken! Im Angriff gewinnt ihr den Kampf, aber mit der Verteidigung den Krieg! Mhm. Das zur Sa achtet auf das Schlachtfeld! Mehr aus der Tiefe des Raums zaubern! Oh mein Gott. Aus der Tiefe des Raums sollen sie also zaubern? Naja. So, ein armes Schwein. Ja, ja, nicht schlecht. Mistvieh.
richtig weh. Ja, aber nur für den komischen Schnapper hier. So. Hier gibt es dann auch wieder neue... neue Freunde? Nein. Den Schnapper. Das war's dann wohl. Die Truhe ist nicht neu. Und dann suchen wir mal das komische Schwertstück. Gott, wo soll das denn jetzt hier bitteschön sein? Hier hoch waren wir ja auch noch nicht, oder? Zumindest ziemlich unbekannt. Ja, ah, hier das Geflügel nehmen wir mit. Oh, hier hat wieder einer eine Goldspur gelegt. Keine Ahnung, wer so doof ist, hier irgendwie sowas hinzulegen. Ah. Okay. Haben wir alles eingesammelt. Prima. Aber jetzt von hier ist keine Spur. Ich war nur gerade da an diesem komischen Abhang. Ja, Patty, du kannst mal kurz. Ja, ich wollte ja, dass du auch mal ein bisschen hier was machst. Okay, aber wo soll das hier sein? Gibt's unten drunter irgendwie noch eine Höhle? Hm. Ist da noch was? Oder da oben? Da. Ist halt die Frage, wo... Oh, 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 nein, nein, nein. Da ist auch noch eine Truhe. Was ist das hier? Voodoo-Puppen und Bananen. Hier turnt ein Äffchen rum. Gerade leicht irritiert. Da ist definitiv noch eine Truhe. Okay, das Wasser sieht nicht allzu tief aus, deswegen probiere ich erst gar nicht da runter zu springen. Haben wir sonst noch irgendwas? Nee, was ist das? Nein, 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 nein. Da oben ist auch noch was. Verdammt. Hm. Aber ich glaube, ich habe jetzt keine andere Wahl, als da irgendwie runter zu hopsen. Oh. Speichern wir mal sicherheitshalber, schließen die Augen und stürzen uns hier ins Nass. War doch tief genug, okay.
Ja, Patty muss jetzt erstmal gucken, wie sie da hinkommt. Kompliziertes Schloss. Ja, kompliziertes Schloss. Verdammt. Uns fehlen 5 Punkte? Noch 4. Ungern, aber was soll's. Wenn wir schon mal jetzt hier sind. Na? Ach, Mist. Wenigstens genau denselben Fehler nochmal gemacht. So, Schnaps der Magie. Habe ich alles genommen, okay. Ja. Nochmal da hoch. Kann definitiv hier noch Muscheln sammeln. Und das hier sieht doch auch so aus, als könnte man hier irgendwie hochklettern. Zumindest etwas. So, wo war der Baum mit dem komischen gelben Ding? Da liegt tatsächlich was drauf. Und schwere Dolche. Ah! Was zur Hölle? Das war ja jetzt gar nicht gut. Ja, zumindest bin ich nicht gestorben. Sportet der sich dann einfach auch da über die Klippe? Wir sind zwar gut, aber so gut nur auch wieder nicht. Kommen wir irgendwie hier hoch? Ja, Patty steht da immer noch und guckt doof aus der Wäsche. Nein. Da oben. Ha, wie komme ich da hoch? Gibt es da irgendwie einen anderen Weg? Ja, über hier irgendwo durch. Scheiße. Mist, wie kommen wir denn da hoch? Sofern wir da hoch überhaupt müssen. Wobei da stand ja irgendwo auch noch eine Truhe. Von hier aus kommen wir nicht rüber. Vielleicht hier über die komische Brücke. Geht das? Aber erstmal hier nachtanken. Will da jetzt nicht die ganze Zeit mit hier halbtot durch die Gegend laufen und auch nur hier irgendwelche Futteralien einwerfen.
Wie kann man da hin? Magier. Ihre Ziele mögen vielleicht was taugen, aber... Aber was? Naja, sie sind mir eben etwas zu spießig. Ja, ja. Die Aussicht ist wunderschön. Wie weit man hier schauen kann. Ist das nicht toll? Nee. Frauen. Diese Frau gibt dir gleich was auf die Nase. Na, versuch's doch. Kann man von hier irgendwie da hoch? Das sieht doch gut zu beklettern aus. So, jetzt sind wir hier über der Höhle. Ah. Na komm. Hüpf! Spring, du! Oller Pirat. Aber von hier kommen wir nicht weiter. Nee, hier ist so, als wäre es eine unsichtbare Barriere. Also theoretisch müsste er hier auch hochspringen können, aber er tut es nicht. Ja, deswegen hier, das ist echt wie eine Barriere, also da komme ich nicht hoch. Ja, dann gucken wir mal nochmal in der Höhle nach, aber da gab es doch keinen weiteren Ausgang. Oder? Könnte natürlich auch sein, dass hier irgendwo die Klinge ist. Das ist ein bisschen weit weg zum Springen. Ich könnte es mit dem Affen versuchen. Zuerst gucken wir mal, ob wir nicht so darüber kommen. Nicht, dass da hinten noch irgendwas kreucht und fleucht. Das wäre natürlich für den Affen natürlich auch ein bisschen blöd. Na, das ist der einzige Weg, der irgendwie in die Nähe führt. Jetzt gehen wir nämlich schon wieder irgendwie weiter weg. Da ist das Wasser. Aber hier ist sonst nichts. Ja, er steht immer noch da und guckt doof. Uns hier irgendwie durchbacken? Nee. Müssen wir uns hier durchbacken oder kommen wir auch hier irgendwie dran so vorbei? Ach nee, das ist hier. Ach, das ist hier die Stelle. Ich glaube, da versuchen wir es doch mal mit dem Affen. In der Hoffnung, dass der so weit springen kann. Hier kommt man auch nicht rüber. Das ist ja mal doof. Also ich komme weder drüber...
Also über den Berg noch durch den so durch. Und sonst habe ich jetzt auch nichts gesehen, wo wir irgendwie versuchen könnten. Achso, das geht nicht. Moment, dann machen wir das nochmal so. Speichern, sicherheitshalber, weil ich absolut keine Ahnung habe, was passiert, wenn der Affe stirbt. Ihr könnt natürlich mit dem Papageienflug rüber. Ja. Ich glaube, das machen wir zuerst. Haha. Da gehst du alleine hin. Vergesse ich ja auch immer wieder, dass ich den blöden Flug habe. Okay, das wäre definitiv problematisch geworden mit dem Affen. Aber hey, wir haben den Griff. Okay, das heißt, wir könnten hierhin wieder zurück. Ja, und dann schmieden wir hier fröhlich in der nächsten Folge weiter. Also, bis dann.